Chemikerin Pascal Zobenbühler. Was sagen Sie zu dem Geknarzen von heute Nachmittag? Ja, ich würde sagen... Pascal, darf ich jetzt zuerst reden? Weißt du, du bist amigs nicht so beherrscht und sonst machst du wieder Lampen. Hey, ich habe mich brutal unter Kontrolle. Ja, auf jeden Fall wissen wir ja, dass die Schwarzen da auch shooten können und für uns zählt natürlich nur das Resultat. Haben Sie vielleicht Togo zu wenig gut analysiert? Ja, nein. Wir wissen ja, dass die Spieler vom FC Bümplitz und dem FC Mutschellen dabei haben und die haben eine hervorragende Saison gezeigt. Hey, Köbi, übrigens, könntest du jetzt immer noch sagen, dass ich souverän gegeben habe heute? Sie meinen die paar mickrigen Schüsseln da? Wow, was meinen Sie so blöd? Was verstehen Sie von Fußball? Pascal, nicht aufregen, wir tun jetzt ruhig bleiben. Ich bin überhaupt nicht auf. Ich bin total beherrscht. Aber der Arschloch da vorne, der Jani, der soll sich verpissen. Der soll doch mit dem Gröbli Blümli pflücken, Pascal, oder? Pascal. Und du bist jetzt einfach mal still, du Bünzli. Geh doch in deinen Schrebergarten auf Wiedeke zu deinen Pantoffeln und Gartenzwergen. Pascal, also jetzt bist du also gar nicht mehr lieb. Nein, ich bin nicht mehr lieb, weißt du? Ich habe die Schnauze voll. Weißt du, immer noch gesunde Gruppe. Gesunde Gruppe da, gesunde Gruppe dort. Wieso bringst du jetzt eigentlich nicht dein Fantastisch? Das ist fantastisch, weißt du? Alle haben es die gern. Die können alle gern, no? Aber gegen mich schiessen sie die ganze Zeit. Der Blick ist gegen mich. Alle sind gegen mich. Wir hassen es, obwohl ich immer alle Böllen habe. Ich habe die Schnauze voll. Ich mag nimm.